Bevor die Season 8 startet, gibt es jetzt nochmal zum Valentinstag ein doppeltes XP-Wochenende. Alle Infos und neue News in diesem Video. Viel Spaß! Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin Barreepers und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es wieder viele News zum doppelten XP-Wochenende, zu neuen Challenges, zu vielen neuen Dingen und zur Season 8. Bevor wir aber mit den Infos starten, verlose ich 2x25 €, beziehungsweise 2x2800 V-Bucks an einen von euch. Was du dafür tun musst, um zu gewinnen, ist ganz einfach. Du trägst mich jetzt bei dir im Fortnite-Shop als Creator ein, einfach bei RepersYT, und schickst mir dann ein Bild davon auf Instagram. Denn über die Valentinstage hat Epic Games eine Aktion veranstaltet. Alle Creator erhalten jetzt 20% von dem, was ihr an V-Bucks halt im Shop ausgebt. Und vorher waren es halt eben 5%. Dadurch kann ich halt eben solche Gewinnspiele möglich machen. Und wenn es so sein sollte, dass ihr richtig explodiert, dann werde ich auch noch mehr verlosen. Jetzt kommen wir aber zu den Infos und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem doppelten XP-Wochenende an. Bevor die Season 8 beginnt, haben wir nun nochmal die Chance, eben unseren Battle Pass ganz nach oben zu leveln auf Stufe 100. Vom 15. bis 17. Februar wird es nochmal doppeltes XP-Wochenende geben und nochmal vom 22. bis 24. Februar. Wir haben also 2 Wochenenden Zeit, um nochmal den Battle Pass auf Stufe 100 zu leveln. Schreibt mal in die Kommentare, welches Battle Pass Level ihr gerade zu dem Video hier jetzt seid. An dem Wochenende vom 9. und 10. Februar wird es auch etwas geben, und zwar das sogenannte Share to Love Turnier. Also wir werden wieder ein neues Turnier erhalten, beziehungsweise mehrere Turniere. Da wird es wieder wahrscheinlich V-Bucks zu gewinnen geben und ganz, ganz viele andere Sachen. Wie groß das Turnier sein wird, werden wir dann sehen. Jedenfalls wird es auch noch neue Turniersachen geben, beziehungsweise halt eben ein neues Turniersystem, neue Funktionen, und darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Zudem erscheint ja auch da eben dann das 7.4 Update und da werden dann diese ganzen Änderungen drin sein. Hinzu halten wir vom 9. und 10. Februar auch nochmal Turniere, beziehungsweise einen Wettbewerb, der sich Share the Love nennt. Das wird auch richtig cool. Wir erhalten mit dem 7.4 Update dann neue Turnierfunktionen generell. Einfach wieder ein krasses, krasses Update. Das wird richtig nice. Da können wir uns drauf freuen. Der Wettbewerb wird in 4 Abteilungen aufgeteilt sein. Und zwar einmal offene Division, Prospektabteilung, Contender Division und Champion Division. Man kann sich dann halt eben von Division zu Division hochspielen. Wie genau das ablaufen wird, ist immer noch unklar. Wenn ich es weiß, dann werde ich es auf jeden Fall auf Instagram oder so posten. Deswegen folgt mir unbedingt jetzt mal auf Instagram. Instagram bei Reapers. Da müsst ihr mir sowieso folgen für das Gewinnspiel eben. Jedenfalls werden dann einige von euch vielleicht ja auch dann am 23. und 24. Februar den Zugang zum Champion Division Finale freischalten. Jetzt meine Frage an euch: Was haltet ihr von dem Ganzen? Findet ihr das cool, dass es wieder einen neuen Wettbewerb gibt? Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das neue Update. Jetzt kommen wir direkt zum nächsten Thema, und zwar wird es über die Valentinstage etwas mega krasses geben. Alle Leute bzw. Creator haben die Möglichkeit, Custom Games zu machen. Ich habe jetzt lange schon nicht mehr gestreamt. Das ist aber dann wirklich mal mein Moment, wo ich wieder Lust habe zu streamen. Epic Games hat es endlich kapiert. Custom Games ist dann für diese Zeit eben für alle verfügbar, soweit die eben einen Creator Code haben, und dann werden wir im Stream zusammen ein wenig zocken, ja, wirklich Custom Games. Und es wäre richtig cool, wenn ihr einfach mal auf meinen Discord kommen würdet. Link dazu in der Beschreibung. Ansonsten auch gerne auf mein Teamspeak kommen bei reapers.de. Einfach mal draufkommen und dann können wir gerne quatschen und dann machen wir auf jeden Fall ein paar Community Games eben mit Custom Games. Jetzt kommen wir zu einer sehr umstrittenen Sache, und zwar konkurrieren momentan Apex Legends und
Fortnite. Beides richtig coole Spiele, auch wenn ich Apex Legends selber noch nicht gespielt habe. Das Spiel kam abrupt einfach auf den Markt vor ein paar Tagen. Es war überall zu sehen, ob auf Twitch bei großen Streamern, auf YouTube bei riesen YouTubern, die auch streamen. Es war überall zu sehen, sogar Ninja hat wirklich das Spiel gespielt. Nun hat Fortnite bzw. Epic Games eine Maßnahme ergriffen, und zwar haben sie sich im CEO-Ranking einfach mal nach oben katapultiert. Ja, wenn man Apex Legends sucht, da waren sie für kurze Zeit auf der 1. Wie auch immer sie das geschafft haben. Jedenfalls merkt man, dass Fortnite Angst vor Apex Legends hat. Was findet ihr geiler? Fortnite, Apex Legends? Schreibt es mir jetzt unbedingt in die Kommentare. Ich muss unbedingt auch mal das Spiel ausprobieren. Dann kann ich meine Meinung äußern. Allerdings ist in meinen Augen Fortnite langsam etwas älter und finde ich nicht mehr ganz so attraktiv. So langsam kann einfach mal was Neues her, neues Hype-Game. Was sagt ihr zu dieser Sache? Schreibt es in die Kommentare. An der Stelle war es jetzt aber schon mit dem Video. Ich hoffe, die neuen Infos haben euch gefallen. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. Lasst jetzt einen Like da, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Immer neueste Infos auf meinem Kanal. Selbstverständlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Jetzt bin ich raus, euer Reapers CBO. Ciao, 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 ciao.